Hallo, heute haben wir einen Saugroboter für euch im Test, den iRobot Roomba 671. Ob er was taugt, seht ihr wie immer nach dem Intro. Da wir ja letztens schon mal den D-Bot 900 für euch getestet haben und ihr auch ein sehr großes Feedback uns gegeben habt, haben wir uns gedacht, wir holen uns einfach noch einen Saugroboter. Wie schon im Intro erwähnt, das ist der iRobot Roomba 671. Der hat zusätzlich die WLAN-Funktion mit drin. Eines vorweg, falls ihr euch fragen solltet, warum oben rechts Dauerwerbesendung in den zukünftigen Videos alles stehen sollte. Einfach mal als Info, wir wollen uns einfach nur absichern. Das Produkt haben wir selber gekauft. Es war ein Warehouse-Deal bei Amazon. Produktbeschreibung und Link ist auch in der Infobox drin. Es ist ein Amazon Affiliate Link. Wenn ihr den Link nutzt, würdet ihr unseren Kanal dadurch auch unterstützen, damit unser Kanal natürlich auch wesentlich größer werden kann. So, jetzt ein paar Infos zum Saugroboter. Wir haben hier eine Funktion, die nennt sich Dirt Detect, wo der Roboter automatisch erkennt, wenn extrem viel Dreck auf dem Boden liegen sollte. Allerdings das, was ihr eben seht, ist die Spot-Funktion, wo man den Roboter draufstellt, Spot drückt und er dann immer im Kreis rumfährt, damit er den Schmutz beseitigt. Man sieht, das macht er auch sehr gut. Von unserer Seite aus eine ganz klare Kaufempfehlung. Hier seht ihr mal den direkten Vergleich zwischen dem D-Bot rechts und dem iRobot links. Sind beide 36 Minuten parallel gelaufen, wer wie viel Dreck rausgeholt hat. Und meiner Meinung nach ist der iRobot leistungsfähiger. Hier haben wir uns einfach mal den Spaß erlaubt, den Roboter auf den Tisch zu stellen, dass wir einfach mal sehen, wie die Absturzsicherung, also gerade wenn man Treppen hat, funktioniert oder ob sie überhaupt funktioniert. Aber man sieht, er tastet sich da sehr fein ran, bremst sofort ab und fährt ein Stück zurück, ohne Probleme. Wie ihr bereits gesehen habt, wahrscheinlich ist, dass ich die App euch auch mal mit eingeblendet habe, wo ihr auch seht, was für Funktionen möglich sind. Im Vergleich zum D-Bot haben wir halt kein 3D-Scan-System, wo die Kartografierung der Wohnung da ist. Er macht es halt querbeet, so wie er gerade der Meinung ist. Bis der Akku leer ist, dann sucht er die Basis und geht sich automatisch wieder aufladen. Wir haben auch keine Fortsetzfunktion, falls der Akku leer sein sollte. Das heißt, wenn er leer ist, fährt er in die Basis und dann müsst ihr ihn wieder aktivieren. Das Schöne ist allerdings wirklich, dass man 7 Tage die Woche lang einen Startvorgang programmieren kann und der das einfach von selbst macht, ohne dass ihr ihn selber aktivieren müsst. Wir haben ihn auch einfach mal ins Treppenhaus gestellt, um euch mal zu demonstrieren, wie die Absturzsicherung ist. Hier seht ihr, dass er das auch ohne Probleme schafft, wie er es vorhin schon beim Tisch gemacht hat, dass er immer wieder abgesichert hat und nicht runtergefallen ist. Das ist natürlich wichtig bei so einem Saugroboter, weil sonst sind die ja sehr schnell kaputt. Akkutechnik im Vergleich zum D-Bot ist Lithium-Ionen-Technik. Natürlich die neuere Technik, die auch langlebiger ist. Noch eine Info zur Akkulaufzeit. Der saugt etwa 60 Minuten, hat dann noch etwa 30% Akkuleistung, um dann in die Basis zurückzukehren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like da, abonniert unseren Kanal. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut!